Im Münchner Norden liegt unsere Stadt. Herzlich willkommen zum VfR-TV. Ich darf begrüßen unseren Mittelfeld-Abwehrspieler, Allrounder Florian. Grüße dich, hallo. Hi, servus. Abschlusstraining, Wochenende ist Derby-Time. Was wird heute beim Training passieren? Nicht mehr viel. Man geht ganz normal raus, geht auf die kleinen Details nochmal ein. Eine Stunde, vielleicht maximal eineinhalb Stunden. Und ich glaube, mehr braucht es auch nicht, weil wir sind alle für Samstag auch heiß. Das hört sich schon mal gut an. Was erwartest du dir von Samstag? Weil Derby, dein erstes für VfR Garching, auch wenn man 60 Mal jetzt nicht als Derby sieht, in Anführungszeichen? Ja. Nee, wird ein ganz heißer Tanz. Ich glaube, wir haben ein bisschen personelle Probleme. Aber wir sind als Team gefestigt. Und jeder ist einfach heiß jetzt für Samstag, allein auch wegen der letzten Woche, dass wir da drei Spiele leider nicht erfolgreich gestalten konnten. Aber das hat uns jetzt nicht aus der Bahn gebracht. Wir sind weiterhin konzentriert und ich persönlich freue mich auch sehr, gerade weil es auch in Heimstetten ist, ist auch nicht so ganz weit von hier zu fahren. Aber mit Unterführung haben wir auch noch eine kleine Rechnung offen. Gut, dass du es ansprichst. Ich wollte gerade nachfragen. Vorbereitungsspiel war jetzt nicht so positiv. Muss da gravierend was geändert werden oder sagt man einfach, Vorbereitung muss man abhaken? Das war eine ganz andere Situation. Nee, Vorbereitung ist Vorbereitung und Saison ist Saison. Ich glaube, das kann man wirklich nicht vergleichen. Da waren einfach beide Mannschaften auf einem ganz anderen körperlichen Zustand. Und was am Samstag auch wieder der Fall sein wird, von dem her, Vorbereitung ist Vorbereitung und Punktspiel ist Punktspiel. Wenn man sich die Tabelle anschaut, die Ergebnisse, rein ergebnistechnisch, ja, müsste doch gegen Unterföhring drei Punkte drin sein, oder wie siehst du es? Ja, das sagt man immer so leicht, aber nee, das wird ein ganz schwieriges Spiel, gerade weil jetzt auch Unterföhring mit ihrem Trainerwechsel nochmal frisches Personal an der Seitenlinie dazu bekommen hat. Sie werden hoch motiviert sein, werden mit der vollen Mannschaft auffahren können und wir sind auch motiviert. Also wir dürfen sie in keiner Sekunde unterschätzen und ich glaube, das haben auch die anderen Gegner aus der Liga nicht gemacht. Deswegen haben sie auch jeweils dann den Sieg davon getragen. Aber wir müssen uns erst auf uns konzentrieren und dann schauen wir weiter. Konzentrieren wir uns auf uns. Samstag wollen wir hoffen, dass natürlich viele Garchinger kommen. Was gibst du denen mit? Warum macht es Sinn, am Samstag gegen Unterföhring dabei zu sein? Weil es einfach ein einmaliges Erlebnis sogar sein wird. Wieder die Mannschaft zu unterstützen. Wir sind für jede Unterstützung dankbar. Das zeigen wir, glaube ich, auch auf dem Platz. Wir reißen uns den Arsch dann dafür auf und wollen einfach dann Samstag wieder einen Dreier einfahren und dann ein erfolgreiches Wochenende wieder haben. Und wie ist dein körperlicher Zustand? 100% oder wie sieht's aus? Weil du hast dich ja beim letzten Spiel ein bisschen gedehnt, Da weiß man nicht, was genau war, deswegen frage ich nach. Nee, alles gut. Man wird sehen, wie es jetzt ausschaut im Abschlusstraining. Ansonsten, ich fühle mich gut. Klar, dass die ein oder andere Wehwehchen mal da ist. Ich bin auch nicht mehr ganz der Jüngste. Aber ansonsten werden wir es jetzt sehen und dann schauen wir positiv auf Samstag. Also du bist auf jeden Fall vom Kopf schon beim Spiel, wie ich raushöre. Du willst auf jeden Fall dabei sein und hoffen wir, das klappt auch alles. Also ihr habt es gehört, es rentiert sich. Offensiver Fußball wird auch wieder von Garching auch in Unterföhring gezeigt. Und dann am Ende werden wir sehen, was das Ergebnis sagt. Auf Wiedersehen.